So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Und jetzt haben wir mal wieder eine absolute Wahnsinnsnachricht, wenn man sich überlegt, dass auf den Testergebnissen ja daraus basierend gesagt wird, das sind die Zahl der Neuinfektionen. Und dementsprechend machen wir jetzt diese Maßnahmen, machen wir diese Maßnahmen oder aber machen auch, wie es kommt, am Montag den knallharten zweiten Lockdown. Dann ist das wirklich hier ganz, ganz schlimm, was hier passiert. Und es fehlt einfach der ganz große Aufschrei in der Politik und in der Gesellschaft und auch in der Presse. Man liest es an manchen Stellen. Ich habe es jetzt hier soweit zugespielt bekommen. Es geht nämlich speziell darum, dass hier, so titelt NTV, Zitat, bayerisches Labor liefert falsche Testergebnisse. Und hier geht es exakt um 60 Tests, die gemacht wurden. Und von diesen 60 Tests, die waren zuerst alle positiv, dann wurden die nochmal neu geprüft und 58 haben sich davon dann als falsch herausgestellt. Die waren falsch positiv. Das waren eigentlich negative Testergebnisse. Ja, die Geschäftsführerin dieses Augsburger Labors sagt hier, Zitat, aufgrund des hohen Probenaufkommens und des fehlenden Zubehörs war eine Kontrolle positiver Ergebnisse nicht in allen Fällen zeitnah möglich. Und das ist genau das, was wir auch in den letzten Wochen hier im Kanal besprochen haben und auch kritisiert haben. Wie können denn überhaupt die Labors sicher gehen, dass die Tests wirklich ordnungsgemäß durchgeführt werden? Nur, wir brauchen jetzt gar nicht mal über den PCR-Test generell diskutieren, dass der natürlich auch gewisse Fehlertoleranzen bietet, ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Nichtsdestotrotz muss man darüber reden. Wisst ihr, Fehler werden von Menschen immer gemacht. Das ist normal. Ich lade mal ein falsches Video hoch, verspreche mich mal oder mache sonst einen Titel, habe ich ein Wort, einen Vertipper drin oder sonst was. Das ist ganz normal. Das machen wir alle auf der Arbeit. Aber es hat ja krasse Auswirkungen, so etwas. Es hat ja einfach richtig massive Auswirkungen, wenn hier, dort hätten sich 58 von 60 positiven Tests als falsch herausgestellt. Ich möchte nicht das Labor hier irgendwie negativ ankreiden oder auch sonst irgendwas in der Richtung. Aber bei so einer Wichtigkeit darf so etwas auf gar keinen Fall passieren. Da müssen richtige Tests passieren. Erstmal, ne, PCR-Tests in Frage gestellt. Genauso muss gewährleistet sein, dass das, was da überprüft wird, korrekt überprüft wird. Und gegebenenfalls sollte da eine Doppelüberprüfung stattfinden. Weil wenn man hier von 60 Dingern da auf einmal alle positiv sind, dann sollte einem das auffallen. Und genau so ist das nämlich hier passiert. Und dementsprechend, Leute, das kann nicht sein, das darf so nicht weitergehen. Da ergraut es mir wirklich vor. Schreibt eure Meinung gerne dazu unten rein. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.